Willkommen zu Plague Incorporated, ein Spiel, das ich vor kurzem entdeckt habe. Und ich habe euch gefragt, ob ihr es kennt und ob ihr es wollt. Und ja, die meisten von euch kennen es, die meisten von euch wollen es. Ein paar von euch kennen es nicht, wollen es aber trotzdem sehen. Also hier haben wir das Spiel und es ist ein sehr interessantes Spiel. Es geht darum, die Menschheit quasi auszulöschen durch verschiedene Erreger. Und die können wir uns auch gleich mal anschauen. Wir haben hier zum Beispiel die Bakterie, ein häufigster Auslöser der Seuche und grenzenloses Potenzial. Ihr seht oben, ich habe da schon 3 von 4 Sachen geschafft. Also ich habe einfach normal brutal geschafft und mega brutal leider noch nicht. Ist leider noch ein bisschen zu schwer für mich. Danach haben wir den Virus, rasant mutierender Erreger, der sehr schwer zu kontrollieren ist. Da ist es genauso, ich habe die ersten 3 geschafft, das letzte leider nicht. Der Pilz, Sporen können aus eigenem Antrieb nur kurze Strecken zurücklegen, auch die 3 und mega brutal nicht. Dann den Parasiten, parasitäre Lebewesen verhindern DNS-Veränderungen durch Infektion. Da habe ich leider nur einfach und normal bisher geschafft, aber ich denke mal, mit der Zeit werde ich auf jeden Fall besser. Ich denke mal, ich bin auch schon ganz gut da drinnen, aber noch nicht so wirklich. Ich habe den letzten feinen Schliff noch nicht. Und ich denke mal, die nächsten paar Videos werde ich auf jeden Fall ein bisschen besser. Da haben wir das Prion, langsamer, schleichender und äußerst komplexer Erreger im Gehirn. Da habe ich die ersten 2 Stufen auch geschafft, einfach und normal. Dann den Nanovirus, außer Kontrolle geratene, winzige Maschine mit Killswitch. Ja, da habe ich nur einfach geschafft. Ich habe das normale Level irgendwie nicht hingekriegt. Und zu guter Letzt die Biowaffe, habe ich noch nicht mal freigeschaltet. Ein tödlicher Erreger vernichtet alles, was mit ihm in Kontakt kommt. Es sind also eine ganze Menge Erreger, die wir haben. Und das macht das Spiel ziemlich abwechslungsreich. Wir können uns viele verschiedene Erreger angucken. Und, fast vergessen, es gibt nochmal hier unten rechts spezielle. Und ihr seht, das sind nochmal 4 weitere, einmal die Schattenpest, die Affengrippe, den Necroa-Virus und den Neuraxwurm. Das sind noch weitere Sachen, die man später erst freischalten kann. Die sind auf jeden Fall, also klingen zumindest ziemlich interessant. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Bakterie an, und zwar auf einfach. Was den Namen angeht, interessiert mich jetzt eigentlich nicht wirklich, ja, also ich mache da irgendwas rein. Hier, Crazy Plasma, nehmen wir einfach mal. Es gibt Gene, ja, sage ich mal so. Es gibt verschiedene Sachen, wir haben hier zum Beispiel die DNS-Gene, da kann man zum Beispiel zusätzliche DNS-Punkte bekommen. Ich mache die jetzt mal erstmal alle raus. Hier haben wir Reisegene, das sind verschiedene Fortbewegungsmittel für die Erreger. Hier haben wir, was war das? Die Entwicklungsgene, ja. Da haben wir ganz viele Sachen wie statische Symptome, Fähigkeiten und so. Dazu kommen wir später noch. Die Mutationsgene sind natürlich auch sehr interessant. Vor allem, ich denke mal hier, den Mutationsbonus. Dadurch kann der Erreger schneller mutieren und die Seuche kann noch schlimmer werden. Und das letzte, Umweltgene, das macht einfach die Erreger ein bisschen resistenter in bestimmten Bereichen. Hier haben wir zum Beispiel die Widerstandsfähigkeit. Da hat es in allen Bereichen so einen kleinen Bonus. Wir machen aber jetzt erstmal alle raus. So sieht es nämlich am Anfang aus. Am Anfang hat man keine Gene. Die muss man erst freischalten. Und übrigens, ich habe mir... Ja, wir gehen nochmal zurück. Ich habe mir diese Bonus-Version geholt. Also das, was 1 Euro kostet, damit keine Werbung kommt und so. Es ist halt nur 1 Euro, also ich habe es mir einfach geholt. Und ohne Werbung ist es natürlich sehr viel schöner. Und ich denke mal, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber jetzt fangen wir an mit dem Bakterium. Und da haben wir es. Willkommen zu Plague Incorporated. Du bist eine neue Krankheit. Okay, ich bin die Krankheit. Ich habe es mir noch nie durchgelesen, muss ich sagen. Um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln und dich auf der Welt ausbreiten.
lösche die Menschheit mit der ultimativen Seuche aus. Gut, berühre das Ausgangsland für deine Seuche. Wähle ein Land, um deine Seuche zu beginnen. Mit einem Klick auf den Landesnamen unten erhältst du weitere Informationen. Lass zur Bestätigung die Startblase platzen oder wähle ein anderes Land. Also wir haben hier die gesamte Weltkarte. Es sind nicht alle Länder dabei. Es gibt so manchmal ein paar Abkürzungen wie hier Zentralafrika. Das sind dann einfach mehrere Länder oder hier Ostafrika. Teile werden auch einfach weggespart hier wie Alaska oben links. Gehört plötzlich zu Kanada. Naja. Jedenfalls können wir uns hier ein Land aussuchen und ich würde nicht gleich hier mitten in Europa reingehen, da diese Länder eher reich sind und sich bessere Medizin holen können. Deshalb denke ich mal, wir starten irgendwo, wo es auch ziemlich warm ist. Was haben wir hier? Südostasien. Arme, ländliche Länder, heiß und feucht, das ist sehr schön. Da kann sich unsere Bakterie bestimmt gut ausbreiten. Normalerweise starte ich in Russland aus einem bestimmten Grund. Wir haben hier nämlich Grönland und das ist eines der schwersten zu erreichenden Länder. Es ist sehr kalt, es ist sehr spärlich besiedelt. Das macht es sehr schwierig zu infizieren. Und Grönland hat nur einen Hafen. Das können wir uns gleich mal angucken. Also jedes Land hat einmal, ihr seht oben rechts diese drei Symbole, einmal diesen Streifen, das sind die Landesgrenzen. Dann diesen Anker, das ist ein Hafen und rechts das Flugzeug. Das heißt, da ist ein Flughafen. Wir haben hier zum Beispiel Island. Island hat alles drei und das sorgt quasi dafür, das kann beschreiben, wie schnell ihr dort ankommen könnt oder reinkommen könnt. Bei Grönland ist es natürlich schwierig mit nur einem Hafen und praktisch keinem Land außenrum. Da muss irgendwie ein Schiff hier reinkommen und in Grönland... die Schiffe, die dorthin fahren, kommen entweder hier aus Russland, von dem Hafen da, oder ich glaube auch aus den baltischen Staaten hier und aus Norwegen. Und da würde ich am ehesten Russland nehmen, weil Russland eben eine sehr große, lange Grenze zu ziemlich vielen Ländern hat, unter anderem auch China, wo sehr viele Einwohner sind. Es gibt also hier sehr viele Vorteile bei Russland. Deshalb starte ich auch dort oft, aber wir können es ja mal ein bisschen abwechseln und wir starten mal in Südostasien. Haben wir das? Das müssen wir anklicken. Da bekommen wir DNS-Punkte. Crazy Plasma befällt Südostasien. Crazy Plasma hat den ersten Menschen infiziert, Status schwach und an hohe Temperaturen gewöhnt. Mit DNS-Punkten weiterentwickeln, um mehr Menschen zu infizieren. Ja, DNS-Punkte, das haben wir hier unten links bei Krankheit. Da klicken wir drauf. Und das ist unsere Krankheit bisher, also die Bakterien. Da ist bisher nicht so viel dabei. Wir haben hier erstmal die Krankheit natürlich, wir haben Übertragung. Da haben wir verschiedene Wege, die Krankheit weiterzutragen. Und jedes von denen hat verschiedene Vorteile für andere Gebiete. Zum Beispiel hier Wasser 1. Erhöht Ansteckungsgefahr in feuchten Gebieten sowie Übertragung auf Schiffen. Das wird besonders nötig für Grönland. Haben wir auch Luft und Viehbestand, Vögel, Nagetier, Insekten und Blut. Insekten sind vor allem in warmen Gebieten nötig, Viehbestand vor allem in ländlichen Gebieten. Vögel sind eigentlich überall gut. Sie können halt über Landesgrenzen die Krankheit übertragen. Nagetiere sind natürlich in städtischen Gebieten besser. Blut 1 ist in armen Gebieten. Und Luft sitzt natürlich in trockenen Gebieten und Flugzeuge. Haben wir Symptome, da werde ich nicht weiter eingehen. Das sind die ganzen Krankheiten, die man davon tragen kann. Das sind eine ganze Menge. Fähigkeiten, das sind so verschiedene Sachen, die man machen kann. Hitzeresistenz, Kälteresistenz. Bei den Bakterien hier speziell gibt es die Widerstandsfähigkeit und Arzneimittelresistenz. Das ist auch ganz wichtig. Wir werden jetzt aber das Spiel mal weiterlaufen lassen. Und ihr seht schon, da kommen eine Menge Flugzeuge und Schiffe. Und wir bekommen immer wieder DNS-Punkte hinzu. Das ändert sich damit, wie viele Personen halt infiziert sind. Und so läuft das Spiel halt. Ich habe mir natürlich, wie schon gesagt,
für 1 Euro diese Werbung entfernen geholt. Das heißt, ich kann das Spiel auch ein bisschen schneller laufen lassen. Und da haben wir unsere ersten DNS-Punkte bekommen. Das klicken wir einfach an und dann gehen wir mal gleich zu den Symptomen. Und zwar zu Husten. Das ist eine kleinere Krankheit, sage ich mal. Wir entwickeln das einfach mal. Ihr seht unten diese drei Balken: Ansteckungsgefahr, Schwere und Tödlichkeit. Ansteckungsgefahr wollen wir natürlich jetzt erstmal sehr hoch haben. Die Schwere sollte eher gering sein, weil man es sonst schnell entdecken kann. Und die Tödlichkeit sollte natürlich jetzt bei 0 sein, damit wir eben nicht sofort die Menschen umbringen, die wir infizieren. Und Husten ist da eigentlich ein sehr guter Weg, um schnell Leute zu infizieren. Und danach nehmen wir auch noch Niesen, da das genauso sehr gut funktioniert. Und ich werde das hier mal ein bisschen laufen lassen, bis wir diese 6 DNS-Punkte haben. Wir haben auch schon 8. Wir klicken hier mal auf Niesen. Ist Englisch. Ich lese mir auch das nie wirklich durch. Also nur wenn es irgendwas Besonderes ist. Das war jetzt nur so eine gewöhnliche Nachricht. Und wir haben schon einige Punkte bekommen. Jetzt gehen wir mal zu Fähigkeiten und zwar zu Arzneimittelresistenz. Das wird sehr wichtig, vor allem in reicheren Ländern. Wir sind zwar jetzt eher in ärmeren Ländern, aber es ist so oder so trotzdem sehr nützlich. So kann es selbst gegen die einfachsten Medikamente funktionieren. Und wir haben ein schweres Erdbeben in den USA. Das kann hin und wieder vorkommen. Also nicht nur in den USA, aber generell kann es überall auf der Welt vorkommen, dass es Erdbeben oder Überschwemmungen gibt. Und ihr seht, schon sind fast 2000 Leute tot, allein in den USA durch diese schweren Erdbeben. Ist natürlich sehr, sehr traurig, aber kann man nicht ändern. Wir werden eh alle umbringen, also wird das jetzt nicht viel Unterschied machen. Und wir haben China infiziert. Das ist natürlich sehr schön. Dort kann sich die Krankheit sehr gut verbreiten. Klicken wir mal auf China. Urban geprägtes Land und Klima ist ausgewogen. Ja gut, dann urban, dann, ja, ich würde erstmal Vogel nehmen, weil wir dann noch mehrere Länder gleichzeitig infizieren können. Und wir haben die Punkte dafür, also nehmen wir das mal. Und dann lassen wir es wieder ein bisschen schneller laufen. Da haben wir nochmal DNS-Punkte. Und jetzt haben wir haben schon 20.000 Infizierte, was natürlich sehr schön ist. Schiffe verwenden neues Reinigungsverfahren, das ist natürlich doof. Um die Krankheitsübertragung durch Schiffe einzudämmen, werden neue Reinigungsmethoden benutzt. Nun fortgeschrittene, durch Wasser übertragene Krankheiten können sie überleben. Das wird jetzt sehr schwierig. Wir müssen nämlich nach Grönland kommen, um das Spiel zu gewinnen. Also nicht nur Grönland, wir müssen halt alle umbringen. Aber Grönland, wie schon gesagt, ist eines der schwersten Länder. Und da können wir nur durch Wasser rein. Heißt, wir müssen etwas dagegen tun. Und zwar das hier, Wasser 1 brauchen wir. Wir brauchen dafür aber 10 DNS-Punkte. Und das werden wir uns auch gleich holen, sobald wir ein paar mehr bekommen haben. Und wir haben Indonesien infiziert. Jetzt können wir aber Wasser 1 hier holen. Und da steht es auch schon, Schiffe durch Upgrade wieder infizierbar. Das ist sehr schön. Da haben wir Indien auch infiziert. Wir haben jetzt hier zwei sehr bevölkerungsreiche Länder infiziert. Das ist sehr schön. Dann werden sie sich sehr schnell, also die Erreger sehr schnell verbreiten. Und dann können wir sehr schnell neue Länder infizieren. Wir haben Japan infiziert. Sehr schön. Japan, schauen wir mal an. Japan ist relativ reich und urban. Klima ist ausgewogen. Also da haben wir nicht viel was zu tun. Oh, Lungenentzündung. Es kommt immer wieder mal vor, dass etwas mutiert, sage ich mal. Und wir können das auch rückentwickeln und das würde ich jetzt eigentlich ganz gerne noch machen, weil Lungenentzündung schon eine, ihr seht unten, Schwere ist deutlich gestiegen. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass unsere Krankheit entdeckt wird. Dafür machen wir das wieder weg. Und ihr seht, Südostasien ist schon zur Hälfte infiziert, also wir haben schon eine ganze Menge jetzt. Wir haben schon 200 Millionen Menschen infiziert, das ist natürlich sehr schön, ist aber natürlich nichts im Vergleich zu den 7 Milliarden. Fest der Liebe in China, das erhöht einfach die
Infektionszahlen in dem Land. Oh, ich habe die Punkte gerade noch so bekommen. Das war knapp. Und ich hasse es so ein bisschen, dass diese Beschleunigung immer wieder hochgeht. Es wäre schön, wenn es dort bleiben würde oder ob man das irgendwie einstellen könnte, aber geht leider nicht. Und wir haben ein neues Land, Pakistan. Jetzt haben wir schon einige Länder infiziert. Und wir haben Australien. Und wir haben nochmal DNS-Punkte. Und wir haben da... Oha. Wir haben ganz viele bekommen. Und es hört nicht auf. Moment, ich stopp mal kurz. So, wir haben 32 Punkte. Damit können wir ganz schön was anfangen. Und zwar würde ich gerne Luft 1-Übertragung machen. Das ist einerseits für Flugzeuge, aber in trockenen Gebieten auch gut. Und Nagetier würde ich jetzt erstmal weglassen, weil da, wo viele Menschen sind, können sie sich selber infizieren, da brauchen wir nicht viel Nagetier. Stattdessen würde ich Viehbestand machen. Das ist so in ländlicheren Gegenden besser. Dadurch können halt durch Tiere eben Menschen weiter infiziert werden, genau. Und ich würde das hier vielleicht auch gerne machen. Bakterieller Widerstandsfähigkeit. Da kann man sich gegen alle Klimabedingungen ein bisschen besser schützen. Und das ist halt besser, wenn man nur Kälte- oder Hitzeresistenz nimmt. Aber das ist auch nur verfügbar für die Bakterien. Deshalb funktioniert das nicht überall. Jedenfalls haben wir die erste Stufe. Und wir haben auch schon einiges an Indien infiziert. 5% haben wir schon hier. Und in China haben wir noch fast gar nichts. Und wir haben da ein rotes Schiff. Ihr seht, da sind die Weißen und das rote Schiff. Auf dem roten Schiff ist mindestens eine infizierte Person. Und egal wo immer das auch hinfährt, es wird ein neues Land infizieren. Das heißt, das mögen wir. Wir haben ein paar mehr Punkte. Und es ist nach Mittelamerika gefahren. Und jetzt haben wir schon einiges mehr. Oh, Indien ist schon über die Hälfte infiziert. Und nicht mehr lange haben wir alles. Oh, jetzt kommen einige neue Länder hinzu. Vereinigtes Königreich und Ägypten haben wir gerade infiziert. Und Südafrika. Anämie-Symptom. Möchte ich nicht. Rückentwickeln und wir bekommen noch mehr Punkte. So, jetzt können wir noch mehr DNS-Punkte verballern, sage ich mal. Und ich würde hier gerne Insekt nehmen. Das ist vor allem für heiße Regionen. Blut 1, weiß nicht. Genauso wie Nagetier 1, Blut 1 finde ich nicht so nützlich. Beiden mag ich nicht unbedingt. Sollen wir Wasser 2 nehmen? Ich weiß nicht. Wir müssen immerhin Grönland infizieren, also nehmen wir mal Wasser 2 und lassen das Spiel weiterlaufen. Und habt ihr vielleicht auch gesehen, jetzt natürlich weg. Es gibt auch rote Flugzeuge, das sind dann die Infizierten. Die Flugzeuge mit infizierten Leuten an Bord. Ist genauso wie die Boote, nur halt mit Flugzeugen. Neue unscheinbare Krankheit breitet sich aus. Während einer Untersuchung fand ein Arzt in Indien eine neue Krankheit namens Crazy Plasma. Sie haben uns entdeckt, dass das erstmal nicht allzu schlimm, solange kein Land mit der Forschung beginnt. Sie scheint harmlos, muss aber untersucht werden. Sie tritt auch anderswo auf. Das heißt, sie wissen schon Bescheid. Da haben wir noch zwei weitere Länder infiziert. Und hier haben wir ein Boot. Und wohin geht das? Ah, ja, okay, Mittelamerika haben wir schon infiziert. Ich würde hier gerne ein bisschen Südamerika infizieren wollen. Da haben wir noch zwei weitere Länder. Und die USA haben wir auch. Und China. China ist halb zur Hälfte schon infiziert. Und jetzt kommen die neuen Länder alle dazu. Und wir haben jetzt auch schon die Hälfte der Weltbevölkerung infiziert, was sehr schön ist. An der Stelle beende ich mal das Video. Der zweite Teil kommt auch gleich raus. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.